Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, in der ersten Lesung zu dem uns heute nochmals vorliegenden Gesetz haben sich SPD und Die Linke ausführlicher damit beschäftigt. Wir bleiben dabei. Unsere Gesellschaft braucht Regeln, braucht Gesetze, denn sie sichern unser friedliches Zusammenleben. Grundlegend dafür stehen unser Grundgesetz, unsere Landesverfassung, unser Jugendbeteiligungs- und Vielfaltsgesetz. Integration und gleichberechtigte Teilhabe haben in allen Bereichen unseres Zusammenlebens eine Bedeutung und sind für Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte, sind für uns alle gleichsam wichtig. Die Gesetzgebungskompetenz liegt hier grundsätzlich beim Bund. An uns allen aber liegt es, wie auf Landes- und kommunaler Ebene die Umsetzung organisiert und begleitet wird. Dabei ist es nicht unser Stil, zu diffamieren, zu provozieren, Angst und Ablehnung zu schüren. Uns geht es um Verständnis, Kennenlernen, das Diskutieren, gegenseitige Erwartungen, die Möglichkeit, Angebote zu machen und Begegnungen zu organisieren, um gemeinsam Lösungen bei Schwierigkeiten zu finden. Deutschland ist und bleibt ein Einwanderungsland, in dem Integrationspolitik eine Daueraufgabe ist. Migration ist nicht verzichtbar. Die Zuwanderung in den letzten Jahren hat unter anderem auch dazu geführt, dass verstärkt Ärzte in unseren Krankenhäusern arbeiten, dass in vielen Bereichen der Pflege ausländische Fachkräfte in wichtigen Arbeiten absichert, die Tourismusbranche und die Gastronomie ohne zugewanderte Arbeitskräfte nicht mehr auskommt und Handwerksbetriebe immer öfter junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte für eine Ausbildung begeistern können. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Wenn sich dann nach Wahlergebnissen wie vom Wochenende Menschen nicht mehr sicher fühlen, dann liegt es an uns, gemeinsam ein Umfeld zu schaffen, das dieses Sicherheitsgefühl wieder zurückbringt. Es liegt an uns, mehr Integration zu wagen. Immer werden wir veränderten Bedingungen mit notwendigen gesetzlichen Regelungen, die unseren Anspruch an eine offene Gesellschaft widerspiegeln, begegnen. Immer wieder geht es darum, Menschen zu unterstützen und die Ursachen für ihre Migration oder Flucht zu begreifen. Dabei werden wir der AfD nicht die Deutungshoheit für einige unbestimmte Rechtsbegriffe in ihrem Gesetzentwurf überlassen. Nicht bei deutscher Kultur und Identität, nicht bei sozial adäquatem Verhalten oder deutschen Lebensverhältnissen. Diesen Gesetzentwurf und den vorliegenden Änderungsantrag lehnen wir als Koalition ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Zu Ihrem Redebeitrag liegt mir noch eine Kurzintervention durch Herrn Förster vor. Ja, vielen Dank, Frau Kasiletz. Drei Punkte. Einwanderungsland. Immer wieder dieser falsche Begriff. Hier kommen zwar viele Menschen zu uns. Wenn wir ein Einwanderungsland wären, würden wir die klassischen Regeln eines Einwanderungslandes beachten. Dann würden wir bestimmen, wer zu uns kommt, und würden nicht einfach jeden reinlassen. Das ist also eine Begriffsverwirrung. Dann sprechen Sie in dem Zusammenhang von den Ärzten. War kürzlich auch ein entsprechender Artikel im Nordkurier. Natürlich wissen wir alle, dass wir viele, auch gerade im ärztlichen Versorgungsbereich bei den Krankenhäusern, Ärzte haben. Die entstammen aber nicht diesem klassischen kritischen Potenzial von Migranten, die hier in der Thematik angesprochen werden. Und ich vergesse dabei auch eins, das immer zu kurz kommt. Teilweise kommen diese Menschen aus armen Ländern, wo sie ausgebildet worden sind, für viel Geld, und wir beschäftigen sie hier. Das ist im Grunde aus der Sicht einiger eine Art Neokolonialismus. Jedenfalls muss man das nicht als große Errungenschaft hier anbringen. Dann sprechen die Sicherheit an, und gerade angesichts des gerade erlebten Ereignisses von Mannheim, diese Perversion, dass sie sagen, wenn hier irgendwas passiert, dann müssen wir fragen, ob wir versagt haben, kultursensibel nicht diese brutalen islamistischen Gewalttäter hier zu integrieren. Schämen Sie sich. Einen Moment bitte, Frau Kaselers. Herr Förster, ich würde Sie bitten, das Letzte zurückzunehmen, beziehungsweise bei Ihrer Wortwahl etwas mehr darauf zu achten. Wir sind hier in einem Plenum im Parlament, und ich glaube, das ist nicht ganz so angemessen, die letzte Aussage. Ja, dann nehme ich das hiermit zurück und sage, dass Sie in diesem Augenblick mal an die Opfer denken sollten, wie die Ihre Aussagen hier werden.
Okay, vielen Dank. Frau Kaselitz, möchten Sie erwidern? Ich möchte einen Satz sagen. Es unterscheidet uns sehr, welche Beispiele wir in solchen Diskussionen und in solchen Redebeiträgen anführen. Überlegen Sie sich, welche Beispiele Ihre Fraktion gerade angeführt hat, und überlegen Sie sich dann, was ich angeführt habe. Und ich glaube, dazu habe ich ein Recht. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das war